Hi. Hi. Hast du schon von Harold und G. Morris gehört? Nein, wieso? Sie sind tot. Komm, hör auf. Ja, es war schon in den Nachrichten. Es gab wohl eine große Explosion in ihrem Gewächshaus, als beide da drin waren. Machst du einen Witz? Wie konnte das passieren? Das weiß niemand. Oh mein Gott. Das waren nette Leute. Ich mochte sie sehr. Ich weiß, ich habe sie auch gemocht. Was machst du eigentlich hier draußen, Liebes? Ich arbeite im Garten. Das nennst du also einen Garten? Was ist los? Siehst du die Schleimspuren überall? Die neuen Häuser, die ich heute kontrolliert habe, waren voll davon. Schleimspuren? Du, ich habe kurz bevor du nach Hause gekommen bist, die größte Schnecke der Welt gesehen. Die sind ja unglaublich groß. Ja, das habe ich doch gesagt. Groß, die sind gigantisch. Oh, das verdammte Ding hat mich gebissen. Sag mal, welche Schneckenart beißt denn? Keine Ahnung, aber die hat gebissen. Los, hol ein Glas oder was anderes mit einem Deckel. Na, mach schon. Los. Glück auf. Auf. Bedienung. Hey, Bedienung. Ja, gibt es denn hier heute gar keine Bedienung? Doch. Oh. Aber Trudi, ich habe doch nicht bös gemeint. Ich auch. Kann man denn heute überhaupt nichts besaufen kriegen? Gib hier nicht so an. Oh. Bedauere, die Kantine ist heute geschlossen. Familienfeier, die Familie feiert. Lass doch den Quatsch. Quatsch. Jawohl, Quatsch. Was willst du denn, Erwin? Blöde Frage, weil ich immer saufen nach der Schicht. Bier ohne Klare. Ja, und mir das gleiche Frühstück. Geht in Ordnung. Was macht ihr denn hier? Na, Verlobung wird gefeiert. Na, gibt's denn sowas schon wieder? Verlobst du dich vielleicht? Ach, Quatsch. Seh doch. Ach, Vater. Ist ja wahr. Deine Schwester hat wenigstens einen deutschen Kumpel geheiratet. Wenn auch in Australien. Ah, ich verstehe. Lucky wohl. Na, wer denn sonst? Frank Sinatra? Das fehlt noch. Gutter, warum nicht dich, du flotter Junggeselle? Du bist ja am Flirten auf Däubel, komm raus. Du hast es gerade nötig, du alter, ausgefickter Boxer. Was hast du gesagt? Du Samenkoller Heini. Raus hier, wenn ihr schlagen wollt. Entschuldige, Kumpel. Jetzt verliert er noch sein Gebiss. Ich hab ja wohl für Späße keine Nerven heute. Bist du endlich zufrieden, du alter Griesram? Wärst du zufrieden, wenn deine Tochter eine Ithaka heiratet? Ja. Immerhin besser als ein Neger. Ach, hör doch auf. Red doch nicht so, Vater. Wo ist denn der glückliche Bräutigam? Luki? Am Bahnhof seine Eltern abholen. Was? Ganz Sizilien ist am Kommen? Wir wollen denn nur ein paar? Mama, schreckt euch! Hey, weißt du genau? Mensch, du musst mal was gegen dein Asthma tun. Sonst denken die Weiber, es ist Leidenschaft. Hier ist kein Tischstreit, tut mir leid. Versuchen Sie es in der Bahnhofsmission. Klasse. Je mehr Leute hier sind, desto mehr Verwirrung können wir anstiften. Riecht nach Sülze. Sind schon da, Boss. Sollen wir die Kneipe aufmischen, wie sonst auch immer? Einstampfen. Ist recht, Kneipenpüree. Wo ist der Falsche? Mach ich nicht mal los. Alles los. Aus hier! Noch so ein bisschen Beeilung hier! Was ist denn los in dem Pressluftschuppen? Wir haben Hunger! Na los, hoch mit ihm! Worauf wartet ihr? Das geht nicht! Ich werde ihm mal seine Speise entführen, dann kapiert die schwarze Sau vielleicht, was wir von ihm wollen. Komm schon. Bring mein Fässchen wieder her, ja? Was ist gut? Bitte sehr. Du brauchst wohl eine Kelle, was? Nein, nein, machst du das Zeug? Das ist doch der Neger, den wir suchen. Schlag den bewusstlos. Na, los, Schuren. Nein, nicht. Das stinkt zu sehr nach Knoblauch.
So, auf hier! Mach den Krieg schon fertig! Ich schwöre dir, viel Honest, wie wir haben den Falschen erwischt. Das ist nicht der, den wir suchen. Meinst du, ist doch eigentlich egal. Nehmen wir eben den. Ich finde es unvorsichtig, wenn du dich ihm in gewalttätiger Form näherst. Der Bursche hat ja mir... Du bleibst hier! ...als Dreck ist. Ich werde dem schwarzen Aas seine Muskeln einzeln zerhacken. Ich schätze, du wirst nicht viel Erfolg damit haben. Na, dann werde ich dir das mal zeigen. Der Chef. Was ist denn das für ein mieser, schlapper Haufen hier? Pendel ihn anders mal aus! Los, an die Arbeit! Dem Nieder blasen wir jetzt die Birne weg! Oh, meine Knochen! Ich habe einen guten Einfall! Einfall. Hau mal das Gewicht hier raus! Was? Der wird sie wundern! Na los! Oh. Ah, ich verstehe schon. Davon kommt dann einer raus. Was? Mach schon. Du bist der Leichteste von uns. Oh, ich bin der Leichteste. Na gut, der fliegt auch am besten nicht. Lass dich runter. Verzeihung. Nein, nicht doch, Herr Ninnenäger. Oh. Hast du die Hose gemacht? Das ist ja so weich. Ich fiel bei dem Herrn in die Erbsen. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Alle, auf ihn! Da steht! Da kommt er! Was ist denn noch was Gutes? Nein, raus hier! Hilfe!